Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. So, was machen wir heute? Weiter questen auf jeden Fall. Kann lieber bleiben. Ach komm, jetzt regt nicht auf. Sollten aber irgendwie, ja, quasi zu den Klerikern hinkommen. Ignaton waren die, ne? Haben wir da nicht schon einen Bordpunkt? Bin mir da gar nicht so sicher. Konverter. Ignaton ist hier, glaube ich, ne? Hort. Zum Hort des Meisters. Aber ich glaube schon, ne? Zumindest das hier schaut sehr hauptstadtmäßig aus. Was hier vielleicht... Das könnte schon hinkommen, dass hier die Kleriker sind. Probieren wir es einfach mal, oder? Schauen wir uns dort ein bisschen um. Okay. Jetzt hätte ich schon Angst. Oder wir sind hier gleich richtig. Das könnte auch sein. Schauen wir einfach mal. Mehr sterben können wir eh nicht. Und das schaut aber schon irgendwie klerikermäßig aus. La 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 la. La li la. Hallöchen. Halt, Fremder. Keinen Schritt weiter. Du betrittst den heiligen Boden Kalans. Nur neue Rekruten, vollwertige Kleriker oder Händler mit Passierschein dürfen den Hort betreten. War ja klar. Wo bin ich hier? Wo bin ich hier? Du bist im Hort der Kleriker. Der letzten Bastion gegen die Bedrohung dieser Elex-verseuchten Alps aus dem Norden. Also, wie komme ich hinein? Überhaupt nicht. Solange du nicht von einem Suggestor dazu auserwählt wurdest, die Reihen der Kleriker zu verstärken oder einen Handelsausweis besitzt, darfst du den Hort nicht betreten. Das heißt, wir brauchen einen Handelsausweis. Kannst du nicht für mich eine Ausnahme machen? Nein, ich bin nicht dazu befugt, neue Akolyten für uns anzuwerben. Dann nimmt es sogar noch ernst. Wie werde ich von einem Suggestor ausgewählt? Finde einen, der dich für würdig erachtet. Wir haben rekrutierende Suggestoren im ganzen Land. Rainer zum Beispiel. Er rekrutiert Männer in ganz Abessa. Aber auch er wird nur Leute rekrutieren, die keiner Gemeinschaft angehören. Woher bekomme ich einen Handelsausweis? Gar nicht. Außer du findest einen Händler, der dir seinen schenkt. Hier, ich hoffe, das reicht, damit du mich durchlässt. Vergiss das ganz schnell wieder. Behalte dein Elixit. Das kannst du vielleicht bei den Outlaws versuchen. Aber hier herrschen klare Regeln und die werden nicht gebrochen. Aber wenn du unbedingt ins Lager willst, ich hätte da einen Vorschlag für dich. Ich mache eine Ausnahme und lasse dich in den Hort. Allerdings werde ich irgendwann einen Gefallen von dir einfordern, den du zu meiner Zufriedenheit erledigen wirst. Und wie soll der Gefallen aussehen? Das wird sich zeigen. Ich bin mir sicher, dass du einiges für mich tun kannst, wenn du hier bist. Aber darüber brauchst du dir jetzt noch keine Gedanken zu machen. Na toll. Na dann. Alles klar. Gut, wir haben eine Abmachung. Bevor ich dich reinlasse, muss ich dich noch über einige Dinge informieren. Privater Elex-Besitz ist strengstens verboten. Das gilt natürlich nicht für Elixit-Splitter. Sie enthalten zu wenig Elex. Wer beim Konsum von Elex erwischt wird, hat sich freiwillig bei den Suggestoren zu melden, um die Umerziehung einzuleiten. Wer neue Rekruten herbringt, hat sich für sie zu verantworten. Kalans Gesetze stehen über allem. Und falls du dich wunderst, seit der letzten Schlacht gegen die Alps sind unsere Zahlen stark geschwunden. Diese Stadt ist zu Teilen eine echte Geisterstadt geworden. Aber trotzdem gilt... Neue Rekruten müssen sich für den Hort einsetzen, bevor sie in den ersten Rang eines Akolyten aufsteigen dürfen. Das war's. Du darfst dich jetzt im Hort frei bewegen.
Danke. Wer sind hier die wichtigen Leute? Allen voran sind da unsere Judikatoren zu nennen, Reinhold und Ulbricht. Sie sind die Anführer des Horts und residieren im hintersten großen Gebäude dieser Stadt, der Kathedrale. Ihnen unterstehen die Regenten, darunter stehen die Legaten und ganz am Ende der Hierarchie stehen die Akolyten. Je gepanzerter seine Rüstung, desto höher sein Rang. Ganz einfach, oder? Mhm. Ihr habt viele Maschinen hier. Wo kann ich hier meine Verteidigung verbessern? Hier. Das ihr habt viele Maschinen hier. Wir haben viele Gefährten auf dem Schlachtfeld verloren und müssen unser Defizit an neuen Rekruten durch Kampfmaschinen ausgleichen. Manchmal fühle ich mich hier wie auf einer Strafexpedition. So menschenleer ist der Hort heute. Okay. Die restlichen Menschen, die noch da sind, befinden sich meist innerhalb der Gebäude und gehen ihrer Arbeit nach. Wo kann ich hier meine Verteidigung verbessern? Der Mann, den du suchst, ist Hagen. Geh einfach durch die Treppe bei der Lavagrube rauf. Er ist meist irgendwo da oben. Okay. Xander. Sehr schön. Okay. Dann gehen wir halt rein. Irgendwie habe ich kein gutes Gefühl bei den Gefallen. Servus. Wenn jemand versucht, mich zu perforieren, zähle ich auf dich. Du willst, dass ich deinen Mist ausbade? Nein, aber du hast das Kommando. Und du schleppst mich in die Höhle des Löwen. Mach dich locker. Vielleicht finden wir hier auch einen neuen Freund. Wäre auch nicht schlecht. Automat? Heiltrank kaufen? Vier alte Münzen und so weiter. Ist ja cool. Bier kaufen. Wasser, Mana-Trank. Energieriegel. Hey, das ist cool. Ah, der Wald braucht man nicht. Sparen wir noch ein bisschen. Aber es ist cool. Hier können wir unsere alten Münzen loswerden. Siehst du, gut, dass wir sie nicht weggeschmissen haben. Da 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 da. Da 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 da. Ja, die machen wir auch auf. Wird uns wohl hoffentlich keiner erwischen. Zu einfach. Mhm, das kannst du laut sagen. Wasserflasche und Zigaretten nehmen wir alles mit. Ja. Ist das ein Wischmopp? Tatsächlich. Halt, was war da? Aha, Rezept Brotsuppe. Stell hier ja nichts an. Was? Niemals. Martha! Hoppla, wo haben sie dich denn aufgelesen? Lass dich mal angucken. Oh je, du siehst nicht gesund aus. Deine letzte Mahlzeit muss ein paar Tage her sein. Nimm das, aber verrate es keinem. Abgesehen von dem etwas strengen Geruch sieht es gar nicht mal so übel aus. Das Zeug sieht ungenießbar aus. Warum ein Geheimnis um ein bisschen Essen machen? Danke, ich weiß das Essen zu schätzen, ja, das untere. Danke, ich weiß das Essen zu schätzen. Das freut mich. Wenn dich der Hunger plagt, kannst du jeden Tag eine Ration bei mir in der Kantine abholen. Oh, cool. Auch wenn das Essen nicht unbedingt schmackhaft ist, reicht es zum Überleben. Für unser Eins ist die tägliche Versorgung kostenlos. Allen anderen muss ich ein paar Splitter abverlangen. Okay. Wie lange leitest du die Kantine schon? Warum ist das Essen von minderer Qualität? Hast du etwas zu essen für mich? Zeig mir deine Ware. Ja, fangen wir von oben an, ne? Wie lange leitest du die Kantine schon? Man hat mich dieser Stelle zugewiesen, als der letzte Koch ein Dutzend Männer ins Lazarett befördert hat. Oh. Da ich draußen gelernt habe, aus wenig etwas Genießbares zuzubereiten, gab es wohl auch keine bessere Alternative. Ja. Ja. Warum hast du im Hort Zuflucht gesucht? Du hast deine Freiheit gegen einen Kochtopf eingetauscht. Warum hast du im Hort Zuflucht gesucht? Ist das nicht offensichtlich? Ich hänge an meinem Leben. Zu den Outlaws hätte mich nichts bewegt. Das sind Barbaren, die ihre eigenen Frauen vergewaltigen und mordend umherziehen. Zumindest, wenn man den Schilderungen unserer Späheinheiten glauben mag. Warum ist das Essen von minderer Qualität? Um alle halbwegs ernähren zu können, müssen wir haushalten. Mhm. Die andauernden Kämpfe, die hohe Produktionsauslastung, all das zehrt an unseren Vorräten. Ignadons felsiger Boden eignet sich kaum, etwas Verwertbares heranzuzüchten.
Ja, das stimmt. Außer Laberpflanzen vielleicht. Ja, ich kann dir etwas von meinen Vorräten abgeben. Wenn das so ist, solltet ihr mehr Handel mit den anderen Gemeinschaften treiben. Na, das Obere. Ich kann dir etwas von meinen Vorräten abgeben. Ich weiß deinen Vorschlag durchaus zu schätzen. Aber ich denke, ich weiß eine bessere Lösung. Vor meiner Zeit im Hort bin ich draußen auf eine Gruppe Heimatloser gestoßen. Sie hatten zwar auch ihr Päckchen zu tragen, aber zu essen hatten sie immer. Vielleicht sind sie bereit, mit uns zu teilen. Nur dazu müssen wir mit ihnen in Kontakt treten. Oder man überfällt sie und nimmt sich, was man braucht. Boah, wie gemein. Warum hast du dann nicht schon längst jemanden geschickt? Ich habe so meine Bedenken, dass die meisten hier das nötige Feingefühl besitzen, um mit ihnen zu verhandeln. Ich will auf keinen Fall, dass unnötig Blut vergossen wird. Wenn du also jemanden kennst, der sich dieser Aufgabe gewachsen fühlt, nur raus damit. Naja, ich wär's, Anna. Ich helfe dir, den Nahrungsengpass zu beseitigen. Wo finde ich das Lager dieser Heimatlosen? Hast du das zu essen für mich? Ja, zuerst das mittlere da, ne? Also, wo finde ich das Lager dieser Heimatlosen? Wenn ich mich recht entsinne, haben sie südwestlich vom Hort, also nördlich unseres Außenpostens, ein notdürftiges Lager errichtet. Ignadon ist nicht dicht besiedelt. Früher oder später wirst du auf sie stoßen. Ja, dafür voll von Viechern. Naja, ich helfe dir. Ich helfe dir, den Nahrungsengpass zu beseitigen. Mhm. Du? Es ist nicht gerade so, dass sich viele Freiwillige für diese wichtige Aufgabe gemeldet haben. Wenn du also etwas für unsere Gemeinschaft tun willst, rennst du bei mir offene Türen ein. Du müsstest in etwa 20 Überlebenspakete rausschlagen. Das sollte reichen, um die Zeit zu überbrücken, bis eine der Versorgungseinheiten zurückgekehrt ist. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Ach, die ist so nett. Hast du was zum Essen für mich? Ich kann ja verstehen, dass du Hunger hast. Aber mit der Ration, die ich dir gegeben habe, musst du für 24 Stunden auskommen. Okay. Zeig mir deine Ware. Natürlich. Ja. Yeah. Schnapsal, Brause, Graffelwerk, Rezept, wärmende Suppe. Die ist aber gar nicht teuer. Brotsuppe können wir kaufen und Apfelschnaps. Die Rezepte kosten nicht so viel. Nehmen wir es mit. So, sehr gut. Waffen hat die gute Frau nichts, Rüstung auch nicht. Ja, sie ist natürlich nur für Lebensmittel zuständig. Na gut, passt. Handel akzeptieren. Die Firma dankt. So was. Oh, das ist schon nett. Sehr gut. Drei neue Rezepte bekommen. Kann man so stehen lassen. So, gehen wir mal da raus. Schauen wir uns da noch ein bisschen um. Hallo. Wir sind neu hier und brauchen Quests, damit wir Erfahrungspunkte kriegen. Hat jemand was im Angebot? Akolyt. Das ist, glaube ich, so ein Rang, ne? Der wird für uns keine Missionen haben. Aber das mit den Automaten gefällt mir. Servus. Du großer Kerl. Was ist das? Keine Ahnung. Eine Mine. Oh Gott. Oh na, das ist das. Da geht's zur Mine rein. So ist das gemeint. Die wird gleich wieder explodieren. Ah ja. Ah weh. Wie blöd von mir. Entschuldigung. Ah, Metallschrott. Eisenerz haben wir gefunden, Metallschrott, ein Hammerle. Ja, da können wir scheinbar vielleicht ein bisschen was abbauen da drin. Da-da-da. Oh. Nee, wen haben wir denn da? Stormson, ja servus. Hier hast du dich also versteckt. Sag jetzt nicht, dass du einer von Angrims Handlangern bist. Ich hab genug von ihm und diesem verfluchten Gesetz. Wie konntest du fliehen? Ich hatte Hilfe. Eine Truppe Kleriker hat unseren Weg gekreuzt. Angrims Männer ertrugen ihren Anblick nicht, aber ihre Äxte haben den Kürzeren gezogen. Mich haben sie dann mitgenommen. Immerhin habe ich mich während des Kampfes auf ihre Seite geschlagen. Aber was machst du jetzt hier? Was hast du vor? Nichts. Ich lasse dich am Leben. Ich bringe es zu Ende. Na, wir lassen ihn am Leben. Nichts. Ich lasse dich am Leben. Du umrundest die halbe Welt, nur um mir zu sagen, dass du mich am Leben lässt? Ich weiß nicht, ob ich dir trauen kann. Willst du, dass ich es mir anders überlege? Dir ist es also ernst. Na, gut, ich vertraue dir. Aber tu mir noch einen Gefallen. Wenn du wieder auf Akira triffst, sag ihr, dass es mir hier gut geht. Sie war mir immer eine treue Freundin und meinte es stets gut mit mir.
Mhm. Das kostet dich was. Ich werde es ja ausrichten. Ja, das passt schon. Ich werde es ja ausrichten. Danke, Mann. Ich hätte nicht erwartet, dass du mich am Leben lässt. Wenn du Akira triffst, sag ihr, sie soll dir meine alten Sachen geben. Nach Goliath setze ich keinen Fuß mehr. Da kannst du ruhig meinen Krempel haben. Das ist nett. Wow, cool. Kumpel, du bist echt Hammer. So, und jetzt gehen wir Eisen abbauen. Lalila. So, der nächste. Da ist nochmal. Was haben wir hier? Presslufthammer. Eisenerz. Kannst du mal kurz weggehen? Ich will, dass er Eisen ist. Ich hab da gar nicht einen Blödsinn gemacht. Schuh, mach Platz. Eine neue Zeit. Achso. Bricht. Warte. Jetzt. Hey. So. Jetzt gehört's uns. Mua. Haben wir da noch eins? Na, aber ein Hammer. Ja, passt. Das ist ja nicht so schlecht gewesen gerade. Sehr gut. Das haben wir super hinbekommen. Halt. Metallschrott. Nehmen wir auch mit. So. Das können wir, glaube ich, glatt speichern. Das ist ja gut gelaufen. Falsch. So, 24. Ja, ich bitte drum. So. Schön. Ich würde sagen, da ich jetzt da... Nee, der heißt echt Wolf. Oh Mann. Wie gemein. Auch eine Erinnerung aus Gothic. Ah. Was wollte ich sagen? Ich muss jetzt dann gleich mein Mittagsmahl einnehmen und wollte jetzt dann den Part und die Aufnahmesession gleich mal beenden. Ich bin gerade am Überlegen. Ich glaube, taktisch richtig wäre es... Cool. Die Säule da ist auch cool. Wäre es, wieder zurück nach Goliath zu gehen und uns diesen Krempel zu holen. Vielleicht ist was Brauchbares dabei. Jetzt habe ich mich verdrückt. Macht nichts. Weil wir haben hier eh Hort und so, wir wissen, da müssen wir noch hin. Würde ich sagen, Berichte starten wäre gar nicht so schlecht. Also, Hotel. Und gehen zu der Dame hin. Ich hoffe, ich finde sie wieder an. Und dann können wir auch den Part beenden. So, jetzt gehen wir mal das Zeug holen. Ruck. Und dann werden wir zu Angrim sagen, dass wir ihn ermordet haben. Und dass er sich da keine Gedanken mehr drum machen braucht, weil ich glaube, wenn wir zuerst in die alten Sachen holen gehen, hätten wir streng gesehen auch noch einen Beweis dafür, dass wir ihn ja theoretisch umgehauen haben, ne? Wo ist sie denn? Heiler? Fräulein, wo bist du? Ist sie vielleicht im Haus? Hallo? 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 Was willst du hier? Ich suche die eine da, diese Akira da, wie sie heißt. Wo ist sie denn? Letztens hat sie da gearbeitet. Hallo. Warum einfach, wenn es kompliziert geht? Hey, ich will den Part auch dann beenden. Normal ist sie doch immer hier irgendwo gestanden, oder? Ah, vielleicht arbeitet sie hier. Da ist sie, glaube ich. Da ist sie. Hallo. Also, Stormson lebt und ist in Sicherheit. Stormson lebt und ist in Sicherheit. Er hat es also geschafft. Das beruhigt mich. Er hatte Hilfe von den Klerikern. Ich kann nicht sagen, dass ich den Klerikern etwas Gutes abgewinnen kann, aber solange er zufrieden ist, bin ich es auch. Er sagte, du sollst mir seine alten Sachen geben. Du bist witzig, er besaß ja kaum etwas. Und das, was er hatte, haben sich die anderen schon unter den Nagel gerissen. Aber seine restlichen Splitter konnte ich vor ihren Augen verbergen. Hier. War ja so klar. Echt. Wenigstens eine Waffe. Nee. Nix da. Oh Mann. Naja, das hätten wir. So, dann schauen wir mal kurz nach. Was machen wir dann als... Ja, was machen wir dann beim nächsten Mal? Ich würde sagen, wir lassen da mal hier... Ah ja, natürlich, ein Krim noch. Entschuldigung. Boah, den hätte ich jetzt fast vergessen. Das machen wir auch noch schnell. Dann ist das ganze Thema nochmal hier beendet. Also... Nochmal schnell zum Hotel rauf, runterspringen und gut ist. Also, ja. Machen wir das noch schnell. Dann ist die Quest hier beendet und dann können wir im nächsten Part
uns ein bisschen um die Kleriker kümmern. Ah, Heureka! So, tap, tap, tap. Hallo, Hallöchen. Ich werde nochmal ganz kurz speichern. Für den Fall, dass ich wieder was Falsches mache. Gleich haben wir's. So. Servus. Stormson, der Kleriker, ist bei den Klerikern untergekommen. Echt, das muss ich so sagen? Stormson ist bei den Klerikern untergekommen. Und wenn er sich in Xakor verkrochen hätte, mein Arm reicht weit. Ich hoffe, du hast ihn das wissen lassen. Nein, ich bin nicht eine Marionette. Ich habe dich schon einmal gewarnt, mich nicht zu enttäuschen. Dein uneinsichtiges Verhalten wird Konsequenzen nach sich ziehen. Oh je. Ragnar wird davon erfahren. Geh mir aus den Augen. Oh oh. War, glaube ich, nicht so gut. Aber ist egal. Wie gesagt, wir können nicht immer alles richtig machen. Na gut. Dann würde ich sagen, das war's wieder für heute. Und für diese Aufnahmesession. Ja, das nächste Mal werde ich dann wahrscheinlich aufnehmen, wenn wir dann in unserer neuen Wohnung sind. Ich habe ziemlich viel vorproduziert. Ich glaube, 3 Wochen dürften sich ausgehen. Bis dahin sind wir auch dann schon eingelebt dort in unserem neuen Zuhause. Und dann werden wir weitermachen hier. Aber bis dahin habt ihr noch genug zum Anschauen, also keine Sorge. Ihr Lieben, jo, das war's eben wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer das Video schauen tut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!